Kapitel 1 Grace London, das Institut. Um genau zu sein, 12. Stock, 6. Tür rechts in einem Büro, das größer als die meisten Wohnungen war. Klingt das nicht furchtbar wichtig? Wenn ich jetzt noch beginne, von meinem großen, polierten Schreibtisch mit Blick über ganz London bei Nacht zu berichten, habe ich wahrscheinlich sämtliche Sympathien verloren. Allerdings, das muss ich zugeben, wäre ich sympathisch, hätte ich es wahrscheinlich nicht so weit geschafft. Schicke Einrichtung, teure Autos, exquisites Essen, perfekte Kleidung, auch wenn letzteres während meiner Arbeitszeit den gebügelten hellblauen Blusen und den schwarzen Röcken des Instituts weichen muss. Das ist alles toll, aber sympathisch bin ich deshalb wirklich nicht. Früher war ich immer die schüchterne, verbissene Art von Person, die ihr komplettes Leben auf ein Ziel ausrichtet. Das hat sich im Wesentlichen auch nicht verändert. Mein Traum war einfach. Ich wollte möglichst der gesamten Welt meinen Stempel aufdrücken. Meine Welt war das Institut und der Mittelpunkt meiner Welt mein Büro. Die Schaltzentrale des ganzen kleinen Universums, das ich um mich herum erschaffen hatte. Gekrönt wurde diese Perfektion eines Lebens letztendlich mit meiner Beförderung, so dass ich nun die erste Leiterin eines Seelenfänger-Instituts auf der ganzen Welt war. Mit anderen Worten, ich hatte mein Privatleben gegen ein hübsches Büro eingetauscht, also blieb mir nur zu hoffen, dass der Sensenmann sich noch lange Zeit ließ, denn ein Büro mit dem Schildchen Grace Darcy war etwas, auf das ich nur ungern verzichten wollte. Wahrscheinlich würde ich das allerdings auch nie müssen. Genau genommen war ich der Sensenmann, obwohl diese Bezeichnung eine absolute Frechheit ist. Zugegeben, es gibt in jeder Kultur Sagen und Mythen. Einige haben wir Seelenfänger über die Zeit sogar selbst verbreitet. Doch die vom Sensenmann ist bei aller Liebe die absolut lächerlichste. Sensenmänner, Dämonen, Hexen, Zauberer, Geister. Ich bevorzuge die Bezeichnung Seelenfänger, auch wenn Dämonen wahrscheinlich treffender wäre. Doch bitte, jeder schummelt bei seiner Berufsbezeichnung, oder gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Forcity-Managern und Hausmeistern? Um es kurz zu fassen, ich war nach weltlicher Ansicht eine von der ganz bösen Sorte, so richtig böse. Diese Art von »Nein, mein Kind, mit diesem Mädchen spielst du nicht böse«. Gut, ich muss gestehen, früher war es einfacher, eine von den Bösen zu sein. Ich musste nur Befehle ausführen, was leicht war. Altersschwäche, Pubertät, all diese Phänomene, für die es in den Naturwissenschaften keine einheitliche Erklärung gibt, fallen in unseren Zuständigkeitsbereich. Wir stehlen Träume und Fantasien von Jugendlichen und bringen sie dann zu den Neugeborenen, genau wie wir es sind, die den Kindern zum Austausch die Reife überlassen, welche wir von den Verstorbenen erhalten. Und die Pubertät setzt nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein, weil wir nun mal nicht UPS sind. Wir können nicht überall gleichzeitig sein. Der weitaus unangenehmere Teil der Aufgabe, die Gott uns anvertraut hat, ist die Sache mit der Altersschwäche. Eigentlich ist das unsere Erfindung, weshalb wir bei ihm auch nicht mehr das beste Ansehen genießen. Ursprünglich haben wir von oben immer Listen mit Menschen bekommen, die sterben müssen. Jung oder alt, krank oder gesund, wir haben es nie in Frage gestellt. Es klingt vielleicht ein wenig, als ob wir himmlische Auftragskiller gewesen wären oder dergleichen. Doch wir erfüllten nur die Aufgaben unseres Herrn, was einfach richtig sein musste. Eines Tages unterlief uns jedoch ein furchtbarer Fehler. Der damalige Leiter des Instituts in Deutschland, ein rückblickend betrachtet vollkommen unfähiger und inkonsequenter Taugenichts, brachte es nicht über sich, die Seele eines jungen Soldaten bei einem Bombardement im Ersten Weltkrieg einzuziehen, wie es ihm eigentlich aufgetragen worden war. Schon allein die Tatsache, dass er als Leiter des Instituts mit einer solch alltäglichen Aufgabe eines niedrigen Seelenfängers würdig beauftragt wurde, hätte ihn von der Wichtigkeit dieser Angelegenheit überzeugen müssen. Doch als er den Soldaten sah, schaffte er es nicht, seine Seele ins Jenseits zu leiten und ließ ihn dann leben, was eine direkte Verweigerung des Befehls von ganz oben war. Das ganze Ausmaß der Sache wurde erst Jahre später deutlich, als besagter Soldat einen zweiten, viel größeren Krieg nie dagewesenen Ausmaßes entfesselte und die gesamte Welt brannte. Diese Sache mit dem freien Willen erweist sich immer wieder als suboptimal, wenn Sie mich fragen. Gänzlich hat der Boss uns Seelenfängern diesen epochalen Fehler niemals verziehen, was ich nur allzu verständlich finde.
Anstatt uns jedoch sämtliche Aufgaben abzubekennen und uns in schattenähnliche Kreaturen zu verwandeln, sind wir seit jedem Tag dafür verantwortlich, den gesamten Papierkram selbst zu erledigen. Wir erhalten nur noch Zahlen, mehr nicht. Zahlen, die Anzahl von Menschen entsprechen. Menschen, die sterben müssen. Das Auswählen bleibt uns überlassen, genau wie die Konsequenzen. Natürlich töten wir nicht wahllos irgendwelche Menschen, so weit kommt es noch. Eine Seele einzufangen und ins Jenseits zu leiten, ist weitaus komplizierter. Es gibt immer Menschen, die ihres Daseins überdrüssig sind und deren Seelen geradezu nach uns schreien. Diese Seelen sind leicht einzufangen. Es ist sogar gut, wenn es uns gelingt, sie einzufangen, ehe diese Menschen sich von Brücken stürzen oder dergleichen. Schwerer wird es dann, wenn der besagte Mensch fest am Leben hängt und alles tun würde, um seine Existenz zu verlängern. Nur wenige lebende Seelenfänger sind in der Lage, alle Seelen unabhängig von der geistigen Verfassung des Menschen einzufangen. Womit wir auch schon beim nächsten Punkt wären. Nur weil ich eine Seelenfängerin bin, bedeutet das nicht, dass ich Hörner, einen Schwanz oder Flügel habe. Mich umgibt weder Höllenfeuer, noch kann ich es blitzen lassen. Ich bin genauso feminin und normal wie jede andere Frau. Ich liebe Schokolade und Schuhe und Bettwäsche mit Rosenduft, auch wenn ich in letzter Zeit so gut wie nie Zeit in meinem Bett verbracht habe. Nicht nur, dass der Arbeitsalltag der Seelenfänger erst in tiefster Nacht zu Hochform aufläuft. Ich bin auch die Chefin des Instituts London, für jeden der 333 Fänger zuständig. Inklusive langfristiger Planung, inklusive Bezahlung, inklusive internationaler Zusammenarbeit der Fänger und inklusive der Zusammenarbeit mit den Gefallenen. Die Gefallenen sind neben uns Fängern, den Menschen und den Engeln die vierte Partei, mit der man immer rechnen muss. Zugegeben, wir sind die schwarzen Schafe der Familie, doch wer von Engeln die lieblich leuchtenden Bilder vor Augen hat, die man aus Kirchen kennt, irrt sich gewaltig. Die Engel sind genauso kompromisslos in ihren Entscheidungen wie wir. Sie genießen lediglich ein positiveres Ansehen, weil sie die netten Aufgaben zu erledigen haben. Wenn die Menschen wüssten, was ihnen blühen würde, wenn wir unseren Job nicht nachkämen, wären wir es, die sie anhimmeln würden. Doch so wird es niemals sein, und die Engel wissen das. Für mich sind sie nur ein versnobter Haufen perfekter Cousinen und Cousins, mit denen man verglichen wird. Glücklicherweise sind auch die Engel nicht fehlerfrei, an welcher Stelle die Gefallenen ins Spiel kommen. Wieso Engel im Laufe der Geschichte immer wieder buchstäblich vom Himmel fielen, verraten sie nie. Fakt ist jedoch, dass es über die Jahre verdammt viele wurden und dass sie alles tun, um Gott von ihrem geläuterten Willen und ihren grenzenlosen Gehorsam zu überzeugen. Ständig tauchen die Engel bei uns auf, mit Listen. Listen voller böser Menschen, die wir ihrer Meinung nach auslöschen sollen. Listen. Herrgott, ich fühle mich langsam, als würde ich nicht für Gott arbeiten, sondern für den Weihnachtsmann. Du warst böse? Dann kommst du auf die Liste. Du bist alt und gebrechlich, auf die Liste mit dir. Einerseits war es wirklich hilfreich, nicht ständig selbst auf die Suche nach Verbrechern und geistig Kranken gehen zu müssen. Die meisten Seelenfänger geraten jedoch auf jene Art mit den Engeln aneinander, die Hunde dazu veranlasst, Katzen durch die ganzen Stadtteile hindurch zu jagen. Ich hatte nichts gegen die Gefallenen. Was mir allerdings tierisch auf die Nerven ging, war jede Art von Einmischung. Die Gefallenen sind notorische Einmischer, weshalb es im Institut niemals langweilig wird. Ich würde jedoch ohnehin nicht an Langeweile sterben, sondern an Übermüdung. An diesem Abend fühlte sich mein Kopf an, als hätte ich nächtelang durchgemacht und wahrscheinlich hätte ich einen Kalender gebraucht, um herauszufinden, wann ich das letzte Mal mehr als 6 Stunden geschlafen hatte. Was ich jedoch mit Sicherheit wusste, war, dass ich mich nicht ewig in meinem Büro verschanzen konnte. Denn es war schon fast 2:30, was bedeutete, dass die erste Schicht nun wiederkommen würde und die zweite sich gerade zum Aufbruch bereit machte. Es waren sicher mindestens 6 Gefallene im Gebäude, und Lisa erledigte gerade die Inventur. Wäre ich eine schlechte Chefin, würde ich schon alleine wegen des Themas Inventur auf eine schreckliche Krankheit verweisen und mich in meinem Büro verschanzen. Und glücklicherweise war ich keine schlechte Chefin. Außerdem hatte Lisa eigentlich immer Schokolade in ihrer putzigen, roten Handtasche und Schokolade war eine riesige Antriebskraft. Zudem war es ja auch genau das, was ich wollte. Ich wollte nach ganz oben und da war ich. Im 12. Stock, über mir nur noch das begehbare Dach, auf dem die Gefallenen zur Landung ansetzten. Jedes Zimmer stand mir offen. Jeder Angestellte hörte auf mich. Erhaben und privilegiert. Aber zufrieden? Manchmal auch zufrieden, aber niemals heimisch.
Schwachsinn. Ich war überarbeitet und übermüdet. Sonst nichts. Wie zur Bestätigung gähnte ich, was sehr nach einem sterbenden Tier klang, und begann mir die Schläfen zu massieren. Im verglasten Fahrstuhl war ich versucht, mich in das rote Sofa fallen zu lassen, welches so altertümlich und antik aussah, dass es so gar nicht zum glänzenden Fahrstuhl passen wollte. So war das gesamte Institut voller Gegensätze. Die modernsten Anlagen und Sicherheitssysteme Londons, versteckt in einem der ältesten Gebäude. Die Fänger hatten es bewusst gewählt, nachdem das ursprüngliche Hauptquartier den Bombardements der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen war. Das neue Hauptquartier war riesig und zentral, und die umliegenden Gebäude standen nachts meist leer, so dass unser Treiben nicht auffiel. Tagsüber unterhielten wir eine Scheinfirma, zu welcher nur ausgewählte Menschen Zutritt hatten, die vorgaben, Angestellte zu sein. Schließlich musste ja auch irgendjemand in besagter Scheinfirma arbeiten. Fast hätte ich mir meiner Müdigkeit ergeben, als Lisa nach nur 2 Stockwerken zu mir stieß. Einmal mehr bewunderte ich ihr Grinsen, das sie bei jeder Miss Sunshine-Wahl auf das Treppchen katapultieren würde. Als meine rechte Hand hatte Lisa wohl am meisten zu erledigen. Selbst dem leidigen Papierkram gewann sie immer etwas Positives ab. Ich musste zugeben, dass dieser... Ich musste zugeben, dass Lisa war unser Verhältnis auch noch so professionell, die einzige Person war, die ich als Freundin ansah. Während ich stillschweigend dastand und meine Müdigkeit niederkämpfte, lächelte sie mich an und reichte mir wie jeden Tag die üblichen 12 getackerten Seiten des Tagesberichts. Ohne ein Wort der Begrüßung streckte ich meine Hand danach aus und fuhr gedankenverloren durch meine Haare, während ich die Seiten schnell durchblätterte. 62 sind für heute Nacht veranschlagt. Der erste Durchgang kommt gerade wieder rein, der zweite rückt in 10 Minuten aus, erklärte sie, als hätte sie erraten, dass ich heute nicht geneigt war, die Berichte komplett zu lesen. Besondere Vorkommnisse? Fragte ich und arbeitete innerlich die tägliche To-Do-Liste an Fragen ab, die ich Lisa Abend für Abend stellte. Kelly wurde verletzt, antwortete sie und musste lächeln, als ich eine Augenbraue hochzog. Der Bericht von Kellys Verletzung verwunderte mich. Die Fängerin mit den lilafarbenen Haaren und der größten Klappe hatte ungefähr zur selben Zeit im Institut angefangen wie ich, und sie hatte gute Aufstiegschancen gehabt, doch ihr Dickkopf hinderte sie daran, Anweisungen anzunehmen, Konflikte friedlich zu lösen oder eine gewisse Höflichkeit an den Tag zu legen.